Liebe Journalisten, liebe Gäste in den VIP-Räumen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur letzten Pressekonferenz im Jahnstadion nach dem 38. Spieltag, an dem der SSV Jahn dem Jahnstadion einen würdigen Abschied beschert hat und gegen Fortuna Köln mit 4:0 gewonnen hat und das Ganze vor 3.889 Zuschauern. Ich begrüße bei mir die beiden Cheftrainer Uwe Koschinat und unseren Cheftrainer Christian Brandt und bitte den Gästecoach um sein Statement zu dem heutigen Spiel. Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, dass wir heute wirklich alles getan haben, um zum einen meinem Kollegen, deswegen von uns allen nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ein wirklich schönes Geburtstagsgeschenk zu machen. Zum zweiten, glaube ich, haben wir auch alles dafür getan als Gast, um heute hier an diesem ja schon irgendwo denkwürdigen Tag für Jahn Regensburg mit der Verabschiedung aus dem Stadion, dass wir alles dafür getan haben, dass das auch ein netter Tag für alle Leute, die dem Jahn irgendwo die Daumen drücken. Ja, am Ende muss ich mir das als Hauptverantwortlicher im Verein für das Sportliche natürlich ein Stück weit selbst angreifen. Ich glaube, man hat heute gemerkt, dass wir nicht in der Lage sind, auf dritten Liga-Niveau zu spielen, wenn wir uns nicht entsprechend vorbereiten. Und ja, es ist ja kein Geheimnis, was auch durch die Medien gegangen ist, nachdem wir unser Ziel erreicht haben und der Jahn leider ja, nicht mehr rechnerisch den Klassenerhalt sichern konnte, habe ich der Mannschaft erlaubt, ihn ein paar Tage auf Mallorca zu verbringen. Letztendlich die Klassen halt zu feiern, weil man bei uns einfach immer berücksichtigen muss, unabhängig vom Wettbewerb, dass wir 2,5, jetzt 3 Jahre permanent mit dem Messer an der Kehle gespielt haben. Die Jungs haben für mich in diesen 3 Jahren Unmenschliches geleistet, immer die Ziele erreicht und deswegen habe ich da ein bisschen locker gelassen. Zeigt aber auch, wenn man das tut als Trainer, muss man mit den Konsequenzen leben. Die Konsequenzen waren heute, dass uns der Jahn richtig hergespielt hat. Zum einen aus dieser etwas ja, veränderten taktischen Grundordnung heraus haben wir überhaupt kein Mittel gefunden, den gegnerischen Ballbesitz irgendwo zu bestören. Wir waren sehr, sehr fahrlässig mit unseren eigenen Kontermöglichkeiten, haben die nicht gut ausgespielt, haben darüber hinaus natürlich dem Gegner eine wahnsinnig hohe Zahl an Tormöglichkeiten haben wir zugelassen. Es lag vor allen Dingen daran, dass der Jahn, und damit habe ich gerechnet, in diesem letzten Spiel alles reingeworfen hat, mit einer sehr, sehr hohen Intensität Fußball gespielt hat. Wir konnten da nicht dagegenhalten. Insofern war es dann so, dass Alex Monat aus meiner Sicht im Tor mit einer sehr guten Leistung in den ersten 30 Minuten noch verhindert hat, dass wir in Rückstand geraten, als wir eigentlich schon so fast in der Pause waren. Schlägt dann der Jahn doch zu. In der zweiten Halbzeit musste man Angst haben, dass wir wirklich ein Debakel erleben, aber ich glaube, dann hat Jahn Regensburg auch ein Stück weit losgelassen und am Ende sind wir hier irgendwo noch mit einem blauen Auge davongekommen, aber nochmal immer unter Berücksichtigung dessen, was heute die Rahmenbedingungen für uns waren und das ist mit Sicherheit nicht stellvertretend für das, was die Mannschaft normalerweise leisten kann. Ich bin jetzt froh, dass wir die Klasse gehalten haben. Die dritte Liga ist für uns etwas ganz, ganz Großes. Ganz klar müssen wir ja wieder eine sehr, sehr harte Vorbereitung haben, müssen wir wieder unsere Grundtugenden finden, um auch ein weiteres Jahr Dritte Liga zu spielen. Aber ich denke, wenn wir uns auf das besinnen, was uns ursprünglich mal stark gemacht hat, dann haben wir da auch alle Möglichkeiten. Dem SSV Jahn Regensburg wünsche ich alles, alles Gute. Ich hoffe, dass der direkte Wiederaufstieg gelingt, dass den Verantwortlichen, dass sie ja letztendlich zum einen den langen Atem haben, um durchzuhalten, um ein Stück weit auch gegen Widerstände zu gehen, dass der Verein die Möglichkeit hat, in diesem tollen neuen Stadion mit einer guten Truppe sofort oben mitzuspielen, nach Möglichkeit die Meisterschaft zu erringen. Und dann bin ich mir sicher, wird man die Menschen alle auch wieder auf seine Seite ziehen in diesem tollen neuen Stadion. Und dann wird Jahn Regensburg auch wieder ein Mitglied der dritten Liga werden. Da wünsche ich dir, Christian, denn ich habe gehört, ich hoffe, es bleibt dabei, dass du diesen Neuaufbau auch in die Wege leiten kannst. Wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich weiß, Viertliga-Fußball da rauszukommen, ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite, ja, wenn ich heute gesehen habe, was ihr hier noch im letzten Spiel da auf dem Platz gezaubert habt, dann glaube ich, kann man optimistisch sein. Alles Gute und ja, schöne Sommerferien. Vielen Dank, liebe Koschinat. Ja, dann Christian, deine Antwort und natürlich auch dein Statement zum Spiel. Ja, Uwe, vielen Dank für wirklich die netten und warmen Worte auch für uns hier beim SSV Jahn Regensburg, auch für die Mannschaft. Natürlich haben wir gewusst, dass ihr 4 Tage auf Mallorca wart und ich habe den Jungs das einfach auch gesagt, dass wir dementsprechend auch auftreten werden und wollen, weil wir es einfach auch den Zuschauern und den Fans schuldig sind, dass wir hier das Jahnstadion gebührend verabschieden. Das Spiel heute ja, war großartig. Ich hatte mir im Vorfeld einfach gewünscht, dass die Leute, die hierher kommen, Freude haben, dass sie einfach Spaß haben, auch an einem Fußballspiel, dass die Mannschaft so auftritt, wie auch schon in den letzten Wochen spielerisch, dass wir da immer weiterkommen, dass wir taktisch variabel sind und viele Möglichkeiten auch haben. Fortuna Köln war klar ein dankbarer Gegner heute auch für das, was wir vorhatten. Aber trotzdem muss man auch erstmal 4 Tore machen und weiter so spielen.
Und von daher bin ich natürlich mit dem Spielverlauf zufrieden. Und ich habe auch in so einem Spiel, auch wenn es das letzte Spiel der Saison ist, ganz, ganz wichtige Erkenntnisse gewonnen über die Mannschaft, über den Charakter, über die Art und Weise, wie die Jungs sich präsentiert haben. Und klar, wir sind abgestiegen, das ist sportlich natürlich bitter, aber ich ziehe einfach den Hut vor diesen Jungs, die wirklich auch eine wirklich schwierige Zeit hatten, dass sie sich in keiner Phase der Saison, also zumindest nachdem ich hergekommen bin, ab dem Winter, dass sie sich nie haben hängen lassen, dass es unglaublich schwierig war, wenn das Fallball immer am Genick ist. Es gab viele Möglichkeiten für uns, immer wieder einen Anschluss zu schaffen, das haben wir zwischendurch mal geschafft, dann mal wieder nicht. Aber die Jungs haben sich nie aufgegeben und haben immer weiter gearbeitet, dran gerissen, dran gezerrt. Und es ist klar, irgendwann werden die Spiele weniger, wie Heinz Reichenwalder sagen würde. Und letztendlich haben wir es nicht geschafft. Heute fand ich, war es ein versöhnlicher Abschluss für alle die, die Fußball mögen. Und weil ich glaube, dass sie ein richtig schönes Spiel gesehen haben. Und wir werden nächstes Jahr wieder angreifen. Und klar, was der Uwe sagt, das ist natürlich vollkommen richtig, diese vierte Liga, das wird ein ganz, ganz hartes Brot, das wird eine verdammt harte Liga. Aber ich habe total Bock, das neu aufzubauen. Ich wünsche mir, dass die Leute einfach auch irgendwann sehen, dass es vorwärts gehen und geht, beziehungsweise das heutige Spiel auch zum Anlass nehmen, sowas wie eine Euphorie entstehen lassen zu können. Ich finde, bei allen Dingen, die gelaufen sind in so einem Jahr, also man muss irgendwann einfach mal einen Haken machen und sagen, okay, die Dinge sind, wie sie sind und jetzt geht es wieder von vorne los und wir greifen wieder an. Man kann natürlich das ganze Leben immer alle negativen Dinge aufzählen, aber das führt letztendlich zu keiner Lösung. Und das ist für mich der Ansatz. Ich finde, der Verein, und das ist, da geht es nur um den Verein, der Verein hat eine Chance verdient auf eine nächste Chance, weil man auch sieht, wie die Spieler arbeiten, was sie alles in die Waagschale schmeißen. Und ich verstehe den Unmut, aber niemand macht absichtlich Fehler und niemand steigt auch absichtlich ab. Und klar ist das bitter für den ganzen Verein, für die Region und für die Stadt, dass man im neuen Stadion Viertliga spielt. Aber es geht doch irgendwie im Leben auch darum, dass man den Leuten und den Menschen Freude bereitet, dass man mit Herzblut dabei ist. Und ich kann einfach nur von meiner Seite sagen, dass die Jungs hier alles reingehauen haben während des halben Jahres und dass sie das auch ab dem 16. Juni, wenn es wieder losgeht, auch wieder machen werden. Und was ich einfach nur möchte, ist, dass die Jungs und alle, die hier da mitarbeiten, einfach eine faire Chance erhalten. Weil ich glaube, das ist auch Profifußball. Da ist man mal am Boden und dann irgendwann geht es wieder weiter, arbeitet hart und versucht, den Bock wieder umzustoßen und versucht, wieder aufzusteigen in die dritte Liga. Das würde ich uns allen wünschen und in dem Sinne Fortuna Köln, viel, viel Glück, Uwe. Ihr habt da ein hervorragendes Jahr gespielt und euch wünsche ich alles Gute. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Christian. Dann folgen jetzt natürlich noch die Fragen der Journalisten. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen, dass wir das Mikro reichen können. Jürgen Schaaf von der Mittelbayerischen Zeitung beginnt. Nur eine Frage an Herrn Brand. Wie ist der Marschplan? Heute sofort Schluss beim Jahren werden die ganzen Spinde ausgeräumt. Was geben Sie den Spielern für die 3,5 Wochen, glaube ich, außer die jetzt sind, mit auf den Weg? Geht es darum, den Kopf komplett frei zu bekommen oder sich auch ein bisschen fit zu halten? Nein, also wir haben morgen Mannschaftsessen mit allen Spielern, auch die den Verein verlassen. Dann haben wir Trainingspläne ausgearbeitet, ganz normal. Und wir werden am 16. Juni anfangen mit der Vorbereitung. Die Jungs haben ungefähr 7 bis 10 Tage Pause und dann geht es auch schon wieder los. Wir müssen so früh es geht wieder anfangen, hart zu arbeiten und wir sind vorbereitet und werden uns dementsprechend verhalten. Hier gibt es weitere Fragen. Armin Wolf, Schadegari. Herr Brandt, grundsätzlich mal auch von unserer Seite alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Und wie sieht es denn aus, wird man einen Großteil der Mannschaft, die heute gespielt hat, auch im nächsten Jahr in die andere sehen? Wie ist die Tendenz? Wie planen Sie? Die Jungs, die heute auf dem Feld waren, von denen würde ich gerne einen Großteil übernehmen. Es laufen Gespräche im Hintergrund. Viele von den Jungs haben Angebote und also auch vom Jahren vorliegen. Und sie wissen auch, wie wir planen. Und von daher warten wir einfach auch darauf, wie die Mannschaft sich zusammenstellt. Und wir sind im Hintergrund ziemlich emsig tätig und versuchen, eine starke Mannschaft aufs Feld zu kriegen. Vielen Dank, Armin. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann noch schnell die Parallelspiele, besser gesagt die Ergebnisse. Erfurt schlägt Unterhaching mit 1:0, Kiel verliert gegen die Stuttgarter Kickers mit 0:2, Mainz 2 und Chemnitz trennen sich 1:1 unentschieden,
Cottbus verliert 2-3 gegen Stuttgart 2. Dresden schlägt Rostock mit 2-1. Wien-Wiesbaden gewinnt 1-0 gegen Duisburg. Sonnenhof Groß-Asbach verliert 0-1 gegen Bielefeld. Osnabrück gewinnt 2-0 gegen Hallischen FC. Und Preußen-Münster verliert 1-2 gegen Borussia Dortmund. Deswegen ist jetzt Arminia Bielefeld deutscher Meister, hätte ich fast gesagt. Nein, noch nicht ganz, so das dauert noch ganz. 2-3 Jahre. Haben die Meisterschaft in der dritten Liga errungen. Auch von unserer Seite natürlich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Haben sie sich, glaube ich, wirklich verdient. Und auch der dritte sportliche Absteiger steht mit Unterhaching fest. Jetzt habe ich noch zwei Hinweise. Es gibt noch zwei weitere Veranstaltungen im Jahnstadion. Das ist zum einen am 11. Juni eine Verabschiedung der Gaststätte Jahntribüne, wo dann auch eine Versteigerung stattfinden wird mit historischen Gegenständen hier aus dem Stadion. Und am 27. Juni wird ja das Theater Regensburg hier auch eine Aufführung unter dem Motto Abpfiff aufführen. Das sind die letzten beiden Veranstaltungen dann im Jahnstadion. Heute ist zum letzten Mal der Ball gerollt und vielen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Allen ein schönes Wochenende und den Gästen eine gute Heimfahrt.